Hi, ich bin's wieder, Thorsten, zur Lage der Nation und der Welt. Heute möchte ich über Feiglinge reden. Feiglinge finde ich als erstens Boris Johnson, Nigel Farage und David Cameron. Die ersten beiden, weil sie für den Brexit gekämpft haben und jetzt, wo sie es erreicht haben, beide mit der Umsetzung nichts mehr zu tun haben, sich feige zurückziehen. David Cameron ist ein Feigling, weil er diese Abstimmung herausprovoziert hat, um die Wahl zu gewinnen und jetzt nicht mehr bereit ist, die Scherben zusammenzukehren, sondern geht. Ja, ich finde das enttäuschend, aber gut. Ansonsten die nächsten Feiglinge finde ich einfach diese Terroristen vom IS. Wenn ich mir anschaue, was jetzt wieder in Irak passiert ist, einfach mit einer Bombe viele Menschen, die nichts mit ihren politischen Zielen zu tun haben, einfach in die Luft zu jagen und zu töten, finde ich erbärmlich und feige. Das möchte ich einfach nochmal gesagt haben. Okay, tschüss.